Nathalie Buda, Lisa Sophie Harrer und Serena Theresa Willi waren die drei Finalistinnen der diesjährigen Wahl zur Schneekönigin. Moderator, Entertainer und Zauberkünstler Jürgen Peter präsentierte die Mädels in 6 Vorstellungsrunden und 3 Wertungsdurchgängen, in denen sich die jungen Damen in Skimode, Skiunterwäsche und in einer kreativen Personality-Show dem begeisterten Publikum präsentierten. Also die Mädels sind immer im selben Alter, zwischen 18 und 24. Sie sind immer neu motiviert, jedes Jahr. Du spürst den Spaß, was sie haben. Und das ist als Choreografin einfach das Tüpfel auf mich. Mehr will man ja nicht. Nicht als Rahmenprogramm, sondern als perfekt inszenierte Magic Show konnte das Unterhaltungsprogramm gewertet werden. Die Magier und Bauchredner begeisterten das Publikum mit zahlreichen Tricks und zauberhaften Momenten. Die tollen Auftritte der Damen selbst vermochten die Jury bezüglich Punktevergabe den Schweiß auf die Stirn zu treiben. Noch nie lagen die Wertungen so eng beieinander. Die zierliche Nathalie Buda bestach in ihren Auftritten mit einer koketten Art und Weise, die man der 18-jährigen Blutenzerin nicht zugetraut hätte. Und als sie beim Personality-Durchgang im Teenie-Dirndl-Look das Fliegerlied zum Besten gab, kochte der Damülser Gemeindesaal. Schlussendlich konnte sich die 18-jährige Sportfachverkäuferin Nathalie Buda gegen ihre Konkurrentinnen durchsetzen. Ich war am Anfang sehr nervös und hätte nicht mit dem ersten Platz gerechnet. Und freue mich umso mehr über den ersten Platz. Ich gönne sie ihr von ganzem Herzen. Sie hat sich echt eingesetzt und hat immer wieder probt. Und ja, es ist ihr einfach ihr Wunsch gewesen. Und ich gönne ihr es von ganzem Herzen. Die Schneekönigin wird quasi unsere Vorzeigedame sein für das nächste Jahr, also bis zur nächsten Wahl quasi. Wir werden mit ihr Fotoshootings machen. Sie wird auf verschiedenen Werbeartikeln bei uns draufkommen, auf Prospekte natürlich. Und sie wird auch aber öffentliche Auftritte für uns machen, auf Messen und so weiter. Lisa Sophie ist verdiente Zweitplatzierte geworden. Wie geht's jetzt weiter? Ja, jetzt morgen mal mit einem Shooting. Und ja, man weiß nicht, was es noch bringt, dass ich da mit tue. Sicher noch irgendein Shooting oder irgendwas. Vielleicht einmal Misswahl, kann ja auch sein. Die Schneekönigin 2013 ist außer Dienst. Traurig. Ja, schon ein bisschen, aber ich gönne es der Nathalie sehr, aber logisch ist es auch schade für mich, die Krone abzugeben.